Hallo liebe Leute der Let's Play Gemeinschaft, willkommen zurück bei Let's Play Lego Racers 2. Und wir haben beim letzten Mal die zu bekommenen 7 goldenen Steinchen gesammelt, genauso wie die 2 Pokale oder Upgrades oder wie man es nennen kann für unser Fahrzeug. Das seht ihr oben links an der 2 bei diesem, ich nenne es einfach mal Motor in der Mitte. In der zweiten Reihe in der Mitte. Das zweite, wo eine 2 steht. Ha! 2, 2, 2. Und wir gehen weiter, weil wir wollen ja jetzt in die nächste Welt. Und wir reden mit Sparky. Okay, mein Freund, folge einfach dem... Jetzt geht's weiter. Folge einfach dem Pfeil. Es ist nicht weit. Nein, ich möchte auch mit... Los! Bring mich dahin! Los! Du hast genug goldener Steine beisammen, um nach Dino Island zu kommen. Der Tee ist immer noch da. Möchtest du jetzt dorthin? Ja, lieben gern. So, Adventures. Das ist der tolle Zeppelin. Lauf! Lauf, Forrest! Du schaffst das! Da, 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 da. Wir sitzen am Steuer. Das kann nichts Gutes geben. Überhaupt nicht. Wir werden erstmal einen Crash gegen rechts diesen komischen Berg machen. Und wie ihr gerade gesehen habt, das Teil hat echt Räder. Ich weiß nicht, wozu das Teil wirklich Räder hat. Aber wir fliegen damit jetzt zur nächsten Welt. Dam, dam, da, dam, dam, da, dam, dam, da, 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 da. Ich werde gleich eine Einstellung verändern wegen der Musik. Das finde ich jetzt auch sehr schön gemacht dort am Strand. Da seht ihr nämlich auch solche Stein-Lego-Figuren. Da, genau da sind sie. Wie bei der Osterinsel. Und Dinos. Heißt ja schließlich Dino Island. Dino Island. Genau, Englisch, nicht Dino. Das ist die Welt von Adventurers. So. So, so, so. Wir sind zurück im Autobaumenü. Und wir... Na, hey Kumpel. Deine Reifen sind nichts für den Dschungel auf Dino Island. Bau dir ein neues. Du kannst auch eins von meinen Dino Island Autos haben. Bla. Okay, wir wissen, was wir tun sollen. Bla. Wir müssen uns ein neues Fahrzeug basteln. Und man kann sich so ein tolles Raupenteil basteln. Und so ein großes Raupenteil. Was mach... Wir machen uns einen Panzer. Haha. So einen richtig großen Panzer. Genau. Dann, es dauert, 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 dauert. Boah, ey. Ich will die Steine. Genau. Vielen herzlichen Dank. So? Ach, das geht schon. So, 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 dann muss ich hier noch einen 2x2 Block nehmen, 2x2 Block nehmen, einen schwarzen bitte, da, du kommst, was zur Hölle, nein, so ein Bockmist, ah, ich sehe gerade erst rechts in der 3D-Fassung, dass das überhaupt nicht passt, verdammt, und wie kann man die Teile löschen? Geht wahrscheinlich auch nicht, ne? Na, doofe Idioten. Okay. Dann nehmen wir erstmal das kleine schwarze hier. Drehen es nach... Ne, das passt nicht. Wir brauchen die einzelnen. So, so, so. So, und dann gehen wir... Nein, nicht da, da. Sondern dahin. Genau. Dann gibt es... So. So, so, so. Ah, wie müssen wir das wegkriegen? Ich weiß noch nicht wie. So, so, so. Dann drehen wir dich. Dann
kommst du weg. Ha, so geht das nämlich. So, 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 so. Ja, also das Fahrzeug wird jetzt nicht so Bombe aussehen, das merke ich schon. Wir haben jetzt noch drei Steinchen übrig. Ah, was machen wir damit? Machen wir uns schon eine kleine Sichtfensterkisch? Jetzt haben wir noch zwei Steinchen übrig. Drei? Hä? Wir hatten gerade noch zwei. Nee, sowas nicht. Ah, was ist denn das? Ja, das sieht doch frohlockend aus. Tolle Sache, das. Dann nehmen wir hiervon noch was mit. Irgendetwas. Ich weiß nicht was. Schauen wir nach, was es noch gibt. Was zur Hölle ist das? Wir können noch zwei benutzen. Dann nehmen wir diese tollen Lichter. Eins nach da. Und passend eins nach da. Leider kann man jetzt nicht mehr so viele Teile verwenden, wie man will, sondern man hat eine Maximalanzahl. Sicher, Auto unterstellen. Ja, bitte, das hätten wir. Böp. So, jetzt sind wir in der Höhle. Entschuldigung fürs Aufstoßen. Das ist das Foyer. Jeder dieser Türen führt zu einem anderen Rennen. Fahr einfach hindurch und du gelangst zum Start. Für jeden Sieg bekommst du einen goldenen Stein, wie bei den anderen Rennen. Und wenn du alle vier Rennen gewonnen hast, kannst du dem Boss dieser Welt gegenübertreten. Sam Sinister. Den kennen wir übrigens schon, wer LEGO Racers 1 gespielt hat. Aber wie komme ich zurück nach Sandy Bay? Du kannst jederzeit zurückfahren. Nee, zurück. Fahr einfach durch das Tor da drüben und vergiss nicht, wenn du mal Hilfe brauchst, komm einfach zu mir. Ja, toll, das wissen wir. Hm. Echt? Na klar. Ich kann dein Spiel für dich speichern, bla, das wissen wir alles. Halt die Backen, ich will das abbrechen, das geht nicht. Komm einfach hierher, um mich zu treffen. Wenn du magst, kann ich dich auch losschicken, um die Welt zu erforschen. Hm. Ich kann nicht trinken. Warum sollte ich das tun? Ja, hinterfragen wir alles, Vollidiot. Naja, goldene Steine kann man nicht nur bei Rennen gewinnen. Ja, das wissen wir mittlerweile auch schon. Bei den Bewohnern der Welt sollte man nachfragen. Sie erzählen dir vielleicht, wo man geheime Verstecke der goldenen Steine finden kann. Oder sogar ein paar spannende Bonusspiele, die du ausprobieren kannst. Ja, wunderbar, wunderbärtig. Cool. Cool. Allerdings. Komm mich einfach besuchen, wenn du den Text abbrechen willst. Nee, wenn du mich brauchst. Okay. So, das ist jetzt unser Raupenfahrzeug. Geile Scheiße, oder? Yeah. So. Also hier. Diese drei Steine sind die Steine, die man in der Welt finden kann. Diese Sternchen hier sind für die beiden Bonusspiele, die es in der Welt gibt. Und jeweils... Hä? Einmal umdrehen. Da in der Wand sind die goldenen Steine für die Rennen, die wir dann hoffentlich geschafft haben. So, los geht's mit dem ersten Rennen. Sei vorsichtig, wenn du durch den Fluss beim Dorf überquerst, mein Freund. Such dir eine flache Stelle, wo du leichter hinüberkommst. Wo ist denn das Dorf? Egal. Los geht's. Na, 3, 2, 1, Turbo! Genau, mit so einem riesen Raupenvieh muss man natürlich auch so ein Turbo machen. Es ruckelt, Hilfe. Das habe ich im ersten Mal hier in der Welt total gehasst, dass es so anfängt, derbe zu ruckeln. Ui.
Nein, nein, das will ich. Oh, das war knapp. Ah, immer wenn dieses Ru-Ru-Ru-Ru kommt, heißt es... Au. Heißt es nämlich, dass eine Zielrakete auf einen angesetzt ist. Boah. Yeah, Slide. Und wir haben wieder einiges an Abstand. Wir fahren diesmal 2 Runden. Sehen, wie ein Dino an uns vorbeirennt. Ja. Schießen den Diskus von Tron ab. Aus Tron. Hat jemand von euch Tron Legacy schon geschaut? Ich noch nicht. Aber ich hab's noch vor. Latadap. Und weiter geht's. Ach ja, ich wollte ja was ändern. Haha. Damit es nämlich auch Musik gibt während der Rennen. Ach, jetzt habe ich Escape gedrückt. Denn jetzt, in der letzten Runde, kommt zumindest immer tolle Musik. Yeah! Dam bam 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 bam. Bam ba dam bam bam. Ja, jetzt haben wir meilenweiten Vorsprung. Na? Ist hinter uns so eine Rakete? Oder war das jetzt nur der Vulkan? Yay! Grandios geslidet. So muss das sein. Nein, Rakete. Nein, nicht unser Raupenfahrzeug. Nein! Oh, das war knapp. Wer es gehört hat, konnte erahnen, dass hinter mir gerade so eine Rakete war. Irgendwie macht unser Raupenfahrzeug keine Geräusche. So, Rennen geschafft. In der ersten Runde waren wir knapp 2 Sekunden schneller. Brücke fortzufahren. Yeah, erster Platz. Ab hier fahren wir nämlich auch gegen mehrere Leute. Entweder guckt der links so grimmig in seinem Smoking oder der hat echt eine Zigarette in der Fresse.